Wildpferde in Bosnien. Seit 4 Jahren erforsche ich sie. Ihre Bewegung, Essverhalten, ihr Gebiet, Gewohnheiten und alles, was sie tun. In meinen Wildpferde-Workshops gibt es Gelegenheit, diese Wildpferde zu erleben. Diesmal mit dabei Tierfilmer Mark Lubetzky. Auch er erforscht die Wildpferde, und zwar in der ganzen Welt. Es ist eine besondere Gelegenheit, seine Erfahrungen und sein Wissen über Wildpferde zu hören. Es ist beeindruckend, ihn in seiner Arbeit zu beobachten. Wir verbringen ein paar Tage, um die Herde zu beobachten und zu filmen. Am letzten Tag begleiten wir eine Familie zum Wasserloch und danach haben wir die Gelegenheit, ein kleines Interview zu führen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben uns entschlossen, heute hier anzufangen mit diesem Video. Und ich freue mich sehr, dass Mark Lubetzky hier bei den Wildpferden in Bosnien ist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, dass du mit mir hier durch die Gegend gegangen bist und die Wildpferde angeguckt hast. Habe ich sehr gerne gemacht. Vor allem habe ich mich gefreut, weil Mark ist sehr viel unterwegs bei den Wildpferden. In der ganzen Welt und natürlich war das sehr interessant, hier ein bisschen Erfahrungen auch auszutauschen und die erste Frage, die ich stellen würde, ist, wie gefällt es dir? Also was, du bist jetzt ein paar Tage hier gewesen und was sind deine Eindrücke? Mir gefällt es sehr gut, was auch gerade ja auch außergewöhnlich ist, was einem dann besonders gut gefällt, ist, dass so viele Pferde hier zu sehen sind und dass die Landschaft auch so ist, dass man also wirklich auch über die Entfernung beobachten kann, wie die ganzen Herden sich bewegen. Das ist ganz spannend eben auch für Verhalten. Und die Pferde selbst, natürlich an erster Stelle die Farbenvielfalt. Die fällt einem dann als erstes eigentlich auf, so wenn man sonst teilweise bei Wildpferden ist, die alle so eine Farbe haben oder oft eine Farbe und hier wirklich alles vorkommt und verschiedene Typen. Das ist schon sehr spannend, dann noch zu beobachten. Was das Verhalten angeht, was würdest du sagen? Sind da jetzt besondere Unterschiede zu den anderen Herden? Natürlich muss man ja Jahreszeit auch berücksichtigen, aber was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt diese Pferde hier vergleichst mit den anderen Pferden zur gleichen Jahreszeit? Es gibt eigentlich wie immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch. Den ersten Tag, den wir dann hier waren bei der Herde, da war ich erstmal sehr verwundert. Einmal, weil so viele Hengste im Verhältnis zu den Stuten da waren. Und dadurch ist natürlich auch ziemlich viel Aktivität jetzt im September. Im September ist es normalerweise immer ein bisschen ruhiger, und aber trotzdem ist viel los. Und auch eben, dass die Fohlen nicht über das ganze Jahr, aber du sagtest von Februar bis November, also jetzt auch noch kleine Fohlen da sind. Es ist ja auch speziell und dadurch kann man natürlich das ganze Jahr über Verhalten beobachten. Aber es ja, macht dann auch so ein bisschen einen Unterschied auf jeden Fall. Ja. Diese Fohlen, du hast es erwähnt, dass es bei anderen Herden, die du beobachtet hast, dass das also nicht so ist, sondern dass die Fohlen meist im Frühjahr kommen, richtig? Die meisten Fohlen kommen klar im Frühjahr, so wie wir es eigentlich auch kennen. Es passiert natürlich immer mal, wenn eine Stute verfohlt und dass sie dann wieder rossig wird und dann auch im Herbst gedeckt wird und dass sich dann auch dieser Zyklus
so beibehält und über Jahre dann weitergeht. Aber gut, das ist halt die eine Sache, ist jetzt auch spannend vom Beobachten, aber noch spannender ist eigentlich dieser Hengstüberschuss, der hier ja im Moment vorherrscht. Mhm. Und dass man dann eben auch gucken kann, was man da sehen konnte, dass es kleine Herden gibt mit mehreren Hengsten. Mhm. Normalerweise kenne ich es nur, wenn die Herden größer sind, dass dann eben mehrere Hengste drin sind. Aber jetzt hier, ich habe zum Beispiel einmal gesehen, dass sich zwei Hengste quasi eine oder zwei Stuten geteilt haben und eine eigene Gruppe, eine eigene Herde gebildet haben. Mhm. Und das ist schon sehr interessant auch für unsere Haltung zu Hause, dass sowas dann auch funktionieren kann. Mhm. Ich würde ein paar Sätze dazu sagen wollen, zu diesem Hengstüberschuss. Es ist eigentlich so hier entstanden bei dieser Herde, weil die Pferde früher nicht geschützt waren und da waren hier Wilderer, die Pferde gestohlen haben, für Hundefleisch abgeschlachtet haben und meistens eben auch dann Stuten gestohlen haben, weil sie ein Fohlen haben wollten. Und dadurch haben wir hier in etwa ein Drittel Stuten und zwei Drittel Hengste. Und dadurch ergibt sich diese interessante Beobachtung jetzt, was in der Herde passiert mit diesen eben mehreren Hengsten in einer Herde bzw. eine Familie. Was du da beobachtet hast von dieser, wo du gesagt hast, zwei Hengste mit einer oder zwei Stuten, aber nur eine war Leithengst, der andere war geduldet oder was hast du beobachtet? Nee, die waren eigentlich recht harmonisch und friedlich miteinander, da war nicht viel los. Also da in der Gruppe wiederum war Ruhe. Also die Aktionen sind dann ja eher zwischen den Herden und zwischen den einzelnen Gruppen, das da, aber innerhalb der Gruppe war es ziemlich ruhig. Würdest du meinen dann, dass nur ein Hengst deckt und der andere ist nur so da? Weil das wäre meine Beobachtung, was ich bisher sehen konnte, dass ein Leithengst da ist und der andere Hengst ist Zusatzhengst, meistens der Sohn, genau, der bleiben dürfte. Aber der darf nicht decken. Was hast du da? Weil ich habe eine Familie nicht gesehen, die du erwähnt hast. Was hast du da? Was war dein Eindruck? Gut, die haben jetzt ja eben nicht gedeckt, weil die Stute eben auch nicht rossig, also schon genau, tragend war. Also vom Gefühl her wird es sicherlich so sein. Ist auch die Frage, wie lange diese Konstellation dann hält. Oder ob die beiden dann vielleicht noch mehr Stuten, wenn sie kriegen können, mehr Stuten sich dazu holen, sich dann aufteilen. Oder ob da eine Hengstin vielleicht doch auch wieder abwandert. Aber normalerweise ist es dann eben auch so, wenn die Herden größer sind, dass dann eben der Nachwuchshengst auch mitdecken darf, weil so viel Stuten, wenn sie gleichzeitig rossig werden, schafft der Leithengst oder der Althengst dann ja auch nicht. Insofern sind die da eigentlich recht tolerant. Das war nämlich auch interessant, wo Marc das erzählt hat von anderen Herden, wenn eben mehrere Stuten da sind in einer Familie, wie viele Stuten sind es denn da, dass dann auch der andere Hengst decken darf? Also an sich sind das so Herden, die mindestens 20 Pferde insgesamt haben, aber auch häufig dann so größer, 30, 40 Pferde. Mit Nachwuchs, mit Fohlen, mit Jährlingen und Zweijährigen, Dreijährigen. So, und da ist es dann so, dass der Althengst die älteren Stuten dann eigentlich auch weiterdeckt. So, und jüngere Stuten, die dann irgendwie mit dabei sind, die dürfen die Nachwuchshengste dann auch decken. Mhm. Und da gibt es dann an sich auch keine Rangstreitigkeiten groß. Mhm. Und die lassen dann auch die Altstuten in Ruhe und dann ist das recht entspannt, ja. Es ist interessant, so eine große Familie zu beobachten, weil hier aus meinen Beobachtungen bisher, natürlich durch diesen Überschuss der Hengste da, sind ja relativ kleine Familien. Da wird man oft sehen, das ist ein Hengst und eine Stute oder ein Hengst und zwei Stuten mit eben Einjährigen oder Fohlen dabei. Und da deckt nun natürlich diese Leithengst, ja. Und wenn sich zwei Familien schließen, dann sind das zwei Leithengste, die ihre Familien dann, aber die kommen gut miteinander klar, ja. Die bekämpfen sich nicht, sondern sie beschützen sich. Und ansonsten, wie gesagt, Vater, Sohn, wo der Vater deckt, aber Sohn darf nicht, aber der darf bleiben. Das sind so Konstellationen hier gewesen. Und das ist ganz interessant, dass du da erzählst, diese Größe und dass da der Leithengst, also ältere Hengst, erlaubt, dass die Stuten gedeckt werden. Okay. Sind es dann die Hengste, die da in der Familie geboren und geblieben sind und dürfen decken? Ja. Oder sind die Stuten reingeholt, also von anderen Familien? Oder ist das alles eine Familie? Ja gut, meistens sind ja sowieso Verwandtschaftsverhältnisse untereinander, denn vielleicht nicht ganz so eng, aber die Hengste, die bleiben dürfen, das sind dann an sich auch die Hengste, die in der Herde geboren wurden. Also es ist jetzt ein anderer Hengst in die Herde reingeholt wird, wie so eine Stute, wie wir es hier ja auch jetzt im Herbst beobachten konnten, in eine andere Herde reingetrieben wird. Also
Das hätte ich jetzt noch nicht beobachtet. Kann natürlich, man kann ja immer nichts ausschließen. Man kann immer nur sagen, ich habe es schon mal gesehen. Und, oder nicht gesehen. Sondern wenn ich es einmal gesehen habe, dann kann man sagen, okay, ich habe es mal gesehen. Und erst wenn man es öfter gesehen hat, dann kann man sagen, okay, das kann man vielleicht auch verwenden für irgendwas und dann anwenden. Insofern ist es spannend, hier weiter zu beobachten mit kleinen Herden, mit mehreren Hengsten und wie das dann auch funktioniert, auch dann im Frühjahr vielleicht. Mhm. Die größeren Herden da, die du beobachtet hast, splitten sie dann irgendwann mal auseinander oder bleiben die längere Zeit so in dieser Größenordnung? Ja. Die bleiben längere Zeit, also so Herden von 40 oder mehr Pferden bleiben an sich auch in der Größenordnung, aber man hat schon auch viel Wechsel. Das heißt, es kommen mal neue Tiere dazu, gehen auch mal neue weg. Je größer eine Herde ist, desto unkonstanter ist das. Kleine Herden sind an sich konstanter. Was dann eigentlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist das mit den Herden untereinander. Und was man hier eben auch so toll beobachten kann, weil ja, ich sag mal, nicht so viel Bewuchs hier oben auch ist. Wir sind ja hier auf wie viel Meter? Ich glaube, 1200 Meter Höhe. Ja. Mhm. Dass man wirklich auch gucken kann, dass es gibt ja nicht eine Herde für sich, sondern alle Herden miteinander spielen ja auch zusammen. Und das ist ja eigentlich auch das, was es dann nochmal interessant macht, dass wenn wir zu Hause denken, ich mache jetzt eine kleine Herde bei mir zu Hause mit 3 oder 4 Pferden, das ist schon eine Herde. Nee, für Pferde ist es dann eben auch noch das Zusammenspiel mit den Herden. Und ich glaube, das kann man hier sehr eindrucksvoll sehen. Ich glaube, das ist so mit der beste Spot, auf jeden Fall in Europa, um das zu beobachten. Ja, das sage ich auch immer wieder. Also so etwas wie hier, also dass man das beobachten kann, das ist wirklich wundervoll. Und ich hoffe, dass das auch, also wir geben uns Mühe, dass das auch so bleibt und unterstützen die Ranger und versuchen, hier ein bisschen geschütztes Gebiet zu machen, damit diese Pferde immer so leben können. Und diese paar Tage, also wir hatten eigentlich sehr viel Glück die Tage mit dem Wetter. Und mit allem, weil du hast ja auch erzählt, normalerweise, wenn du unterwegs in Portugal bist oder gar in Kanada, da hast du 3 Wochen gebraucht, bis du erstes Pferd gesehen hast. Und wir hier also haben also sehr schnell, wo du auch gesagt hast und die anderen dabei, die waren, ich habe alle Fotos schon gemacht, weil das so viel Action ist. Also wie ist es, vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, was so Eindrücke sind mit diesen spektakulären eigentlich Bewegungen von den Pferden? Ja, das ist natürlich Glück, wenn man hierher kommt und erstmal ist das Wetter gut, dann haben wir natürlich auch hier das Glück, dass wir ganz tolle Ranger haben, die das Gebiet sehr gut kennen, was ja auch wichtig ist, und auch die Pferde sehr gut kennen und die uns dann ja auch also wirklich fast geradewegs immer in die Herden reingeführt haben, und das ist natürlich toll, dass man auch so schnell dann so tolle Aufnahmen machen kann. Klar, ja, also normalerweise dauert sowas sehr viel Wochen oder Monate oder auch mehrere Reisen, bis man sowas zusammen hat, was hier jetzt glücklicherweise in ein paar Tagen passiert ist. Kann natürlich nächstes Mal auch anders sein, dass man vielleicht einen Tag oder mehrere Tage schlechtes Wetter hat und dann gerade jetzt, einmal hatten wir ja auch heftiges Gewitter und dann versprengen sich die, dann sind es kleinere Herden wieder geworden und die sind dann ja auch schwerer zu finden, wenn die sich dann irgendwo verkrümeln. Insofern freuen wir uns, wenn wir Glück haben, aber können das natürlich nicht erwarten für jedes Mal, wenn wir herkommen. Also wir hatten ja hier auch ein paar Tage, wo wir, also mit frühen Gruppen, wo es eben ein bisschen schlechteres Wetter gab oder wo die Pferde schwerer zu finden waren. Also dieses Mal hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück auch mit Herdenbewegung, weil die Pferde haben sich unheimlich viel bewegt und wir sind mit denen mitgewandert. Auch längere Strecken und hier am Wasserloch, ist dir da was Besonderes aufgefallen, jetzt vom Verhalten? Am Wasserloch ist natürlich ganz toll zu beobachten, die Rangordnung zwischen den Herden. So, weil viele sprechen dann ja oder machen Überlegungen, wie ist die Rangordnung innerhalb einer Herde. Natürlich gibt es da ja auch Verteilungen und von mir aus auch eine Rangordnung. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Rangordnung zwischen den Herden. Und das kann man hier sehr gut sehen, weil innerhalb der Herde die Tiere, die hier zusammen ans Wasser kommen, da ist ja nichts los, auch wenn das ja eine knappe Ressource hier ist. Es ist das letztes Wasserloch. Mhm. Trotzdem streiten die sich hier nicht. Mhm. Das kann man ja vergleichen vielleicht mit unseren Hauspferden, wenn wir die füttern zu Hause oder so, dass sie da eng zusammenkommen, ist nichts. Aber eben die anderen Herden konnte man sehen, die mussten dann schön warten und erst kommt die ranghöchste Herde und dann geht das dann so der Reihe nach. Und das ist schon sehr spannend, auch so für unsere Überlegungen, wie wir mit unseren Pferden umgehen und auch mit dem Thema Rangordnung. Mhm.